Da sind wir vom Kanal Barhut für Art of Tie Fighting. Ich hoffe jetzt, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und den Kanal habe ich den letzten entdeckt, der mir sehr gut gefallen hat. Der David Ressler oder Messerabwehr braucht oder Sachen zeugt halt, die der Thailänder nicht gut gefunden hat und hat ihn privat kritisiert. Das hat natürlich der David Ressler genutzt, um öffentlichen Aufruf zu machen, dass man den Thailänder jetzt hält, dass er ein Mobber soll. Ja, zwar mit feinen Worten, aber im Endeffekt lief es draus raus. Und wie er das auch bei mir gemacht hat, und ist einfach falsch. Ja, wenn ich mit jemandem ein Problem habe oder jemand was anderes sieht, dann kann ich das privat klären und muss jetzt nicht da einen Aufruf machen. Und da sieht man halt, der David ist halt zu erfolgreich, zu populär geworden, dass er sich über so eine Sache vielleicht gar keinen Gedanken macht. Ich weiß nicht, was da liegt. Auf jeden Fall ist falsch. Gut, jetzt sich gegenseitig schlecht zu machen, das bringt auch nichts. Aber trotzdem hat der thailändische Meister einige Fehler analysiert am David Ressler, die nicht falsch sind. Man muss aber hinzufügen, dass der David sehr gut ist. Ja. Aber ich finde den Thailänder eigentlich viel besser. Der tut sich fließender bewegen, sich genau bewegen und schneller bewegen. Und dann einige gesagt, ja, da bewegt er sich zu langsam. Also wenn ich Technik erzeugen will, und das ist ja beim David Ressler auch nicht anders, ja, oder bei mir oder bei Michael Smolik, dass ich manchmal auch langsam mich bewegen muss, dass der, wo die Technik lernen soll, auch das analysieren kann. Ja. Da gibt es auch einige Clips, wo sich der Thailänder schnell sich bewegt. Und sehr super Techniker, Schwertkampftechniker und so viel drin, auch Dokumentation über die Kunst, ja. Fußtechniker, ja. Und ich hätte gern, also ich finde ihn richtig sympathisch und auch angenehm als Person, weil er auch zum Beispiel mich gelobt hat, ja. Während dann David Ressler mich immer schlecht gemacht hat, ja. Nur weil er befürchtet, da könnte eine aufsteigende Konkurrenz kommen. Und ich finde, er tut Mitmenschen sehr, sagen wir, ist für Mitmenschen da. Und motiviert sie auch, der thailändische Großmeister. Und ich denke gern in Schwäbisch Gmünd einladen. Und vielleicht können wir uns da austauschen. Da gibt es auch Lokale, wo man thailändisch essen kann. Und es gibt eine thailändische Kneipe bei uns. Da können wir uns auch mal nachgehen. Vielleicht können wir auch Clips drehen. Er kann als Fahrtechniker zeugen, ich kann welche zeugen. Und ich denke, dass ich von ihm viel lernen kann. Wir können auch mal Schwäbisch essen gehen. Es gibt günstige Hotels bei uns. Wird auch dann das Hotel, die Übernachtungskosten aufkommen. Es sind auch Dokumentationsfilme drin, da wo er jünger war und die in Thailand aufgenommen sind. Die thailändische Kultur, er ist sehr großartig, ist an Musik, an Menschen, an die Esskultur und so und auch Landschaften in Thailand sind sehr schön. Persönlich war ich noch nie in Thailand. In China war ich oft, aber Thailand möchte ich auch gerne fliegen. Ja. Und auch Messerabwehrtechniker, Bodenkampf, alles ist drin, was das Kampfkunstherz begehrt. Und auch, man muss auch sagen, es ist schwierig, das Land zu verlassen, Elternhaus, Familie und alles zurückzulassen und in einem anderen Land neu anzufangen. Ja. Und das hat er. Und Deutsch zu lernen ist auch nicht leicht. Und er kann zwar mit Akzent, aber kann gut Deutsch. Man kann eigentlich gut verstehen, wenn man verstehen will. Und auch Kampfkunstschule zu machen, selbstständig was zu machen, das ist auch schwierig mit Einnahme, Ausgabe. Oft hast du mehr Ausgabe wie Einnahme. Und seinen Lebenskampf bewundere ich und respektiere ihn als Person, als Kampfkünstler und den Mut zu haben, hier in Deutschland einzuwandern und sein Heimatland zurückzulassen. Also da muss man an der Einwanderer auch bewundern und bewundere ich auch an ihm. Und auch, hat auch einer, der ihn also gehatet hat, auch was rassistisch geschrieben. Und weil ich kämpfe gegen Rassismus und gegen Ausländerfeindlichkeit, habe ich da gleich mal Antwort gegeben. Mein Urgroßvater, der Chinese war, der, obwohl es ja nicht gang und gäbe war, so also ungefähr 1887 ist er nach Deutschland gekommen. Und der hat auch Schwierigkeiten, geht, ne, erstmal die Anreise war dann damals nicht so angenehm. Ich will nicht wissen, mit welchem Hunger der daherkommen muss und der auch Deutsch lernen muss. Ja. Und von daher, dass man viele Inländer verstehen.